Wie konnten echte Samurai vor der Statue der Sphinx auf diesem Foto stehen? Ja, es ist tatsächlich passiert. Es ist keine Fälschung. Das feudale Japan begegnete dem alten Ägypten von Angesicht zu Angesicht. Es war Teil einer diplomatischen Mission unter der Leitung von Ikeda Nagaoki, bei der Dutzende von Samurai in traditionellen europäischen Gewändern und mit Katanas nach Europa reisten. Die jahrhundertelange Isolation Japans wurde 1853 beendet, als die Vereinigten Staaten mit Hilfe der Kanonenboot-Diplomatie ihre Tore öffneten. Die Samurai trafen die Sphinx, nachdem sie Europa passiert hatten, um die Schließung der japanischen Häfen neu auszuhandeln. Diese Samurai waren weit davon entfernt zu ahnen, dass sie wie die Sphinx in die Geschichte eingehen würden. 4 Jahre später. Die Meiji-Restauration markierte das grobe Ende der Samurai- und Shogun-Ära, als Japan den Weg der Modernisierung voll einschlug und sich dem westlichen Handel und der westlichen Technologie öffnete. Dieses Bild der Samurai fern ihrer Heimat ist eines der letzten Bilder vom Platz eines stolzen Kriegers am Rande der Zerstörung.